Moin, liebe Freunde, hier wieder euer Sterni. Wir spielen weiter The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind gerade in Weißgarten und suchen Jennifer. Ich denke mal, das habt ihr im ersten Teil gesehen. Wir sollen jetzt erstmal, also wir reisen gerade noch mit Vesemir. Und ja, wir sollen jetzt mal so ein bisschen die Leute hier ausfragen. Gehen wir mal dahin und quatschen die an. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant. Bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. So hier bei Optionen mit diesem Dreieck markiert, die mit diesem Dreieck markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Ja. Was machen wir denn? Komm, wir probieren es mal. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Oh, ich glaube, das gibt Stress. Oder auch nicht. Hat der Schiss, der Kleine, wa? Gut, so. Mit wem reden wir denn mal noch hier? Mit Elsa haben wir schon geredet. Nochmal. Es gibt vier. Komm, wir reden mal mit denen hier. Vier, was? Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Richtig. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geertz, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Gerald von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Wer soll das sein? Was machst du hier? Ist der Krieg schon... Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Komm, wir fragen ihn mal komplett aus hier. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Ja, wir nehmen mal hier, ja. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Ja, genug geredet hier. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt.
Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Gwind ist dieses Kartenspiel. Dialoge Gwind. Durch Optionen, die mit Karten markiert sind, wird eine Gwind-Partie gestartet. Sollen wir es mal ausprobieren, oder? Komm, wir gucken uns das jetzt auch mal eben an hier. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Willkommen bei Gwind. Gwind ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Du beginnst. So, zuerst ziehst du 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr, setzt diese 10 also klug ein. Stärke der Einheitenkarten. Dies ist eine Einheitenkarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wäre also bei dieser Karte die 1. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Dies ist das Kampfreihensymbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Da haben wir also einmal Nahkampf, Fernkampf und Belagerung. In diesem Fall bei der Karte gerade Belagerung. Spezialfähigkeiten von Einheitenkarten. Manche Einheitenkarten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeit dieses kalvinischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus 1 zur Stärke. Okay. Wetterkarten. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld. Auch die deiner eigenen Karten. Okay. Neu ziehen. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Runden beginnen. Hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Dies ist die Seite deines Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Anführer. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du X drückst. Drücke A, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal A, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Du bist am Zug. Ja, Wetter? Nö. Ja, spielen wir mal eine Ruhekarte hier. Detmold. Bei mir hat mal ein Gefangener seine Reihen ausgekutzt. Die guten alten Zeiten. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Y gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karte mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Du solltest passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheit und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zurückgesetzt. Der Gegner ist am Zug. Du bist am Zug. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal hier... Fernkampf. Ich war dort, an vorderster Front, wo die Kämpfe am heftigsten toben. Dein Gegner ist am Zug. Ah, okay, du bist am Zug. Ballista. Wir geben ihnen oft weibliche Namen wie Anne. Eher wie Bertha. Dein Gegner ist am Zug. Jawohl, ja. Einen Nahkämpfer stecken wir auch noch mit rein.
Über Frieden zu verhandeln ist einfacher, als ihn einzuhalten. Dein Gegner ist am Zug. Oh, extrem dichter Nebel. Was haben wir hier? Strömender Regen. Selbst bei Regen in diesem Land riecht es nach Pisse. Okay. Ja. Nebel verschlechtert die Sicht für die. Nein. Komm, wir bauen den. Du musst den Arm um 5 Grad rekalibrieren. Ich soll was? Wie bitte? So. So, nehmen wir die noch. Dein Gegner ist am Zug. Ich bin ja mal gespannt. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Doch. Das ist natürlich blöd. Ich habe hier nur für Fernkampf. Ich habe keine Ahnung. Klirrende Kälte. Das Beste am Frost. Leichen verwesen nicht so schnell. Sollen wir mal noch Frost drüber hauen? Mal gucken, was passiert. Oh, guck mal an. Ah, so, jetzt bin ich mal gespannt. Regen dazu. So. Und passen. Ja. Warum macht er das jetzt nicht? Ach, muss ich länger halten. Ah. Lebensedelsteine. Der Rundenverlierer verliert auch einen Lebensstein. Das Spiel ist vorbei, wenn einer der Spieler beide Lebensedelsteine verloren hat. Okay, du hast eine Runde gewonnen. Rundenbeginn. Bin Kriegsveteran. Eine Krone. Wie kann ich denn jetzt hier Karten rüberziehen? Nö, will ich aber nicht. Ich kann hier gerade gar nichts machen, hallo? Obwohl doch, warte, setzen wir ein, dann sieht er nämlich weniger. Na toll, der Gegner hat die Runde gewonnen. Das ist doch blöd. Hä? Was war das jetzt? Niederlage. Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz hat außerdem eigene Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und das Schlachtenglück wenden können. Sammle mehr mächtige Karten, in denen du bestimmte Quests abschließt oder bei Karten bei Händlern erwirbst. Ja dann, ja, guck mal. Beschließen. Tja. Ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke.
Stjepan, voll der Name, Junge. Stjepan. Ja, scheiß Kartenspiel. Okay, da liegen noch Karten. Kann man die nicht aufheben? Die sehen doch gut aus. Hallo? Wem gehören die? Naja, egal. So, wo soll ich denn jetzt hin? Achso, hier haben wir noch jemanden zum Reden. Hallo, Gaunter Odym, oder wie auch immer du heißen magst. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder, Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Ja, trinke ich was? Ich bin in der Stimmung, komme zu sagen, komm, wir trinken uns erstmal ein, hier, Junge. Erstmal ein Saufen. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Komm, wir fragen erstmal, wer er ist. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odym. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Interessant. Du weißt, wer ich bin? Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Ich verstehe mal Rittersport. Auf deine Gesundheit. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Natürlich, obwohl das geht eigentlich nichts an, oder? Na komm, vielleicht ist er ja dann offener. Erraten, es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davongeprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Das werden wir dann auch tun, Kollege. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. So. Frag die Nilfgaarder nach Jennifer. Was geht ab? Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Die Katze ist ja geil. Haha. Ja, wenn wir die jetzt wieder anwenden, dann gibt's sowieso Dresche. Komm, wir versuchen nur noch die harmlose Tour. Ich wäre sowieso nicht lange geblieben. Vielleicht nicht. Vielleicht bleibst du aber auch für immer. Für immer. Unter der Erde. Die legen es aber auch drauf an. Verdammt, oh. Sohn einer Ziege! Nein! Zu Papa. Komm her, Kollege. Wow. Ich sehe gar nichts. War nett, euch zu treffen. Huch.
Ja gut, das war jetzt nicht so schwer. Ich hätte dich auch abstechen können. Aber so bin ich ja nicht. Plötze, mein geiles Pferdchen. Sehen wir nicht gut aus zusammen? Ich finde schon. So, wo soll ich denn jetzt hin? Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denk jedoch daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexerwelt ist voller Raubtiere, blutgieriger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Und wie speichert man? Ganz klar. Nein, nicht so. Spiel speichern. Jawohl. Jawohl. Freier Speicherplatz. So. Gamepad erkannt. Steuerungsschema geändert. Ey, sobald ich hier irgendwie die Maus berühre, dann... Da, zack. Tastatur und Maus erkannt. Will ich doch gar nicht. Aber warte mal, können wir denn hier von den Typen irgendwas einsammeln? Nö. Okay. Plötzchen. Ach. Ihr seht auf der Minikarte übrigens Plötze da oben stehen. Ja, von hinten aufgeritten. Und wenn Plötze nicht mehr in der Minimap ist, dann können wir trotzdem das Pferd rufen, indem wir halt zweimal den linken Stick drücken. Oh, und ich sehe hier. Was ist das? Ein Viech? Nein, ein Kind. Entschuldigung. Plötze, komm, galoppiere. Übrigens, hier sind die ganzen Pflanzen. Die können wir auch einsammeln. Na. Oh, cool. Das finde ich ja mal gut. Aha. So. Absteigen war B halten. Also das heißt so. Sammeln wir mal die Zutaten. Entschuldigung, Plötze. Ah, geht doch. Alles einsammeln, was hier gerade so steht. Na, nein, nein, nein. Ey, Junge. Ich muss mich echt noch dran gewöhnen, das zu zucken. Ey. Alter Schwede. So, was haben wir hier? Blütenblätter der weißen Myrte. Zack, alles eingesammelt. So Plötze, Schätzelein. Na. Huch, Entschuldigung Plötze. Ich wollte eigentlich hier so... Man kann ja auch querfeldein hier durchtraben. Das ist ja das Schöne. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh, lass uns mal absteigen. Gucken, was wir hier machen können. Oh, Pilze sammeln. Achtung! Die Zahl von links vom Gesundheitsbalken eines Gegners steht für dessen Stufe. Wenn die Zahl rot ist oder ein Totenkopf angezeigt wird, dann ist der Gegner viel stärker als du. In solchen Fällen solltest du umkehren und dich angemessen ausrüsten. Und um ein paar Stufen aufsteigen, ehe du gegen diesen Gegner antrittst. Ich bin ja dafür, dass ich abhaue. So, Also das Wasser sieht ja auch irgendwie cool aus. Können wir schwimmen in der Runde? Kannst du schwimmen? Halte X gedrückt, um nach unten zu tauchen und B, um aufzutauchen. Ja, ist wohl nichts mit Tauchen hier, hä? Ist nicht tief genug.
Ah, Blutwelle tauchen. Wow, was für eine belebte Wasserwelt. Behalte im Auge, über wie viel Atemluft du noch verfügst, damit du nicht ertrinkst. Das hält ja lange. So. Geh mal an Land hier, Kollege. Plötze kommt aus dem Meer. So, aufsteigen. Langsam. Mit dem Hexersinn können wir schon mal Sachen finden. Achso, ich soll hier vorne lang reiten? Okay. Hä? Schneller. So, das Geniale ist ja, das Pferd kann auch Panik bekommen. Dann schmeißt es uns nämlich ab, das Pferdchen. Wow. Wolfsleber, Hundeteig. Was haben wir da denn? Magischer Gegenstand. Alles mal mitnehmen hier. Lederbänder. Oh, das sieht aber hier echt hart aus, das Pferdchen. Sieht nicht gesund aus. Wolfsleber. Wenn wir nämlich hier den Hexer sind, dann sieht er auch hier, da sind die ganzen Sachen. Kohle und Lederstücke. Und da müsste auch noch was drin sein, aber... Oh. 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 Eine Explosion. Krass. Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf Null fällt, kannst du erst dann wieder sprinten, wenn sie sich regeneriert hat. Wie war denn das jetzt nochmal? Wenn ich jetzt nach oben drücke, dann müsste er essen, ne? Ja. Hm. So, Schwert einstecken. Und das essen wir auch noch hier. Schutz, Feuer, Gedanken. In dem Feuerschaden, würde ich sagen. Plötze, komm her. Auch wieder so ein Fass, was explodieren kann. So. Mach langsam. Und eins. Und zwei. Und drei. Jo, die sind richtig gut. Sollen wir mal gucken, wie lange die das machen? Nö, ne? Hey! Gloria in our pain. Komm jetzt. So plötzlich. Ich werde jetzt mal eben absteigen. Nilfgaardisch. Ja, ey. Kollege. Ja, dann red doch mal mit mir, Junge. Schnellreisen. Ah. Hier sehen wir übrigens jetzt auch einen Teil der Karte. Hiermit können wir rauszoomen. Das ist natürlich noch nicht so weit. Also viel gefunden haben wir natürlich noch nicht, aber ihr seht, die Karte ist schon recht groß.
Das ist ja nur ein Stück, also ein Stückchen gerade freigespielt. Schauen wir später mal. Ah, hier, da geht es nämlich dann weiter. Einzelne. Oh. Oh. Hier haben wir ein bisschen was zu tun. Gehen wir lieber wieder raus. So, lass mich schon mal mit die Bauer reden. Hey! Alter! Guten Tag. Nur, seid ihr redselig. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Oh. Ach du Scheiße. Ja, die sind natürlich ein bisschen sehr viel stärker als meine einer. Was lernen wir da draus? Fingern wir nicht in fremden Kisten rum. Sehr geil. Oh, du hast Geld verloren. Ah. Ich bin ja artig, ich klau nichts mehr. Tut mir leid. Ich muss ja auch erstmal dazu lernen. Hö? Eine magische Kiste. Schwebe sie dahin. Und jetzt aber bitte auf Deutsch. So. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Patzig, obwohl, da steht ein Geralt bestimmt richtig patzig jetzt in meinem Antworten. Ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm. Ja, Mann. Boah. Colteis Griffian Essanbar. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Es diese Ferien. Laut Esse Ulfeldern an Moera. Jaja, was für Zeug. Eine Pusteblume. Pustenblumen. Oh. Handwerker. Handwerker können dir verschiedene Gegenstände anfertigen. Gegen ein Obolus, versteht sich. Waffenschmiede schmieden Waffen. Rüstungsschmiede stellen Rüstung her. Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufe, damit er den Gegenstand für dich anfertigt. So, so. Ja, Exzellenz. Waffen aufwerten. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffe. Benutzen. Deine Gegenstände wurden aufgewertet. Ha, interessant. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr, aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Nein. Ich kann es nicht leugnen. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot?
Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Okay. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Erstmal mehr Informationen über den Greif. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Missler. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber seltsam. Du hast seltsame Haare. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Also der scheint ja ganz Tumira nett zu sein. Und Mislav. Danke. Es so und jagten. Ja. Guck mal, jetzt hast du auch Licht. Die Bestie von Weißgarten. So, stiefel mal über die dickste Kante durch das Lager hier. Ja, Jungs. Habt Respekt vor mir. Immer voll ein Zuschauer gekriegt, aber jetzt so, ne? Ah, geil. Ich liebe es. Ab durch die Mitte. Was war das denn? Huch. Ist ja schon schön hier so. Die magische Kiste schwebt noch immer hier. Es ist einfach nur eine Fata Morgana, sehe ich gerade mal so. Wir können durch sie hindurchgehen. Geralt, du hättest die Pilze nicht fressen sollen. Da wird zweimal Elder mit deinem Pferd zugekommen. Also den linken Stick. Plötze. Da bist du. Hier wird doch bestimmt wieder irgendwas Komisches passieren, wetten? Dort sind 3 Gestalten. Was haben die vor? Die scheinen nichts vorzuhaben. Hey! Hey! Hilf einem anderen Reisenden!
Oh, da sind Wölfe oder so im Busch. Interessant. Ich werde erstmal eben weiterreiten. Nein, steckst du da weg? Oh, die Sonne. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Ich sammle erstmal alles hier so auf, was ich hier finde. Ah, so, Baumwolle haben wir eingesammelt. Beweg dich! Also, es ist schon sehr belebt hier, finde ich. Also, die Leute, die hier so rumtapern. Vater Morganas, die so in der Ecke stehen. Mutant. Hey, Junge, halt's Maul. Ich bin gleich Mutant, ey. Gibt's auch die Fresse. Lauf, Blitze! Diese Frauen lassen meinen Magen verrückt spielen. Männer, zu den Waffen! Hey, was? Männer zu den Waffen? Ah. Störig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, meinen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Lag ihm wirklich was daran? Ich weiß es nicht. Also er ist den Leuten entgegengekommen. Also ich denke mal schon. Kaiser M. hier dürfte dir egal sein. Aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee. Nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Geralt, du willst doch nur poppen, du Sau.
Bereite eine Portion des Tranks Schwalbe zu. Wie machen wir das? Alchemie. Katze, Schwalbe. Was fehlt denn da? Steht das da nicht irgendwo? Sonnenblume oder kann man das nicht irgendwo? Ah. Zwergenschnaps brauchen wir. Schöllkraut. Und einen ertrunkenen Hirn. Mhm. Wo soll ich denn das finden? Toll. Verdammte Hexer. Ach, jetzt halt doch mal die Fresse. Spitzwegerig, nein, braucht man nicht. Auch spitzwegerig. Oh, was haben wir da? Herzogswasser. Zweimal. Oh, hier haben wir, was haben wir denn hier? Benieswurzblütenblätter. Das dürfte ja spitzwegerig sein. Soll ich doch. Was haben wir hier? Hanfphase, okay. Hanf. Werberohrfrucht. Nein. Oh, schön. Sunrays, Godrays, Lightshifts, wie auch immer man sie nennen mag. Sieht schon gut aus. Oh, haben wir da hier diese Blume, Blüte oder wie auch immer? Ja, sehr Pusteblume. Ich brauche keine Pusteblume. Ich brauche Schwalbe. Schöllkraut, genau. Such doch mal das Schöllkraut, Junge. Tauch auf wie eine Furzblase im Wasser. Hey. Ist auch so eine Furzblase im Wasser. Tränenauge. Komm, nehmen wir auch mal eins mit. Was haben wir hier denn? Schöllkraut. Eins. Zwei. Haben wir noch mehr von dem Schöllkraut hier? Ich weiß, was ich weiß. Elsa zieht sich für die Schwarzen aus. Wow. Ich bin auch so eine Grafikkugel. Ich finde das richtig geil. Echt mal jetzt hier so. Die Atmosphäre. Die Wolken. Schon cool. Ich brauche nur mehr Schöllkraut, Jungs. Der Wind heult. Ist auch so ein Wind heult. Ganz schön dunkel da hinten. Man kann sogar Schafe töten. Sag ich doch. Rohes Fleisch. Nein, du sollst es wegstecken. Schon wieder falsch. Hey Kleiner, ich wollte keine Angst machen. Ah, trinken wir mal in die Hütte rein. Odolan. Sei gegrüßt. Ein Hexer. Hast du die Nachricht gelesen? Wegen des Brunnens? Brunnen? Das höre ich zum ersten Mal. Gibt es ein Problem? Ja,
Darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Beschreibe den Geist, Junge. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ich habe Mitleid, aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Du kannst um eine höhere Belohnung feilschen. Wähle dazu mit dem linken Stick einen Betrag aus und bestätige mit A. Wenn der Gegenüber akzeptiert, ist es abgemacht. Wenn deine Forderung zu hoch ist, reagiert dein Gegenüber ungehalten. Wenn du es übertreibst, bricht dein Gegenüber die Verhandlung ab. Gut, dann ist das geklärt. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuch ihn. Ich nehme erstmal sämtliche Quests und so an. Ey. So, Oh geil, wenn man hier durchläuft, dann nimmt er sofort die ganze... Hallo? Ich könnte mich ja jetzt hier hinsetzen und den Sonnenuntergang zugucken, ne? Das sieht nach Gewitter aus. Ich bin mal gespannt. Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Oh, Plötze! Mein süßes Pferdchen. Los, lauf! Halt, warte mal, Plötze. Ich glaube, hier habe ich wieder Schöllkraut gefunden. So, einmal bräuchte ich das noch, ne? Da haben wir es doch schon. Was ist das hier? Einfach nur eine Stadt. Oh, hier, Rehlines. Magische Falle, Schutzschild. Ja, das lassen wir mal. Das lassen wir mal so. Plötze. Oh, Entschuldigung, hab dich gar nicht gesehen. Er weiß schon, was die Zukunft bringt. Na, da gebe ich dir recht. Komm schon! Oh, jetzt sei doch mal ehrlich, das sieht doch geil aus mit den Sonnenstrahlen. Mutant. Los, los! Hey! Götter!
Ja, sag noch einmal Mutant, gibt's aufs Maul. Habt ihr gesehen, wie schnell er ruhig wird? Hauptsache erstmal Mutant sagen, ey. Oder Hackpresse, oder Hackpresse. Was rennt ihr denn jetzt weg? Wo war denn jetzt eigentlich die Tante da? Da ist die Tante. Die erzählte doch irgendwas von einer Brücke. Da ist eine verfügbare Quest. Da heult der Wolf. Was ist das? Da können wir wieder üben. Ein bewachter Schatz. Ach hier, das wird wahrscheinlich die Brücke hier sein, oder? Wegpunkt platzieren. Stress. Magie, ein Ort der Macht. Ich hörte etwas Größeres. Los, los. Und den können wir wohl gar nichts aufsammeln, oder wie? Ich will da nicht aufsitzen, Mann. Ertrunkener mehr? Schlüssel mit thermischer Linie. Da hinten liegt noch was. Monsterspeichel. Was ist denn er für einer? Kannst du dich etwa verpflichten, Nordlinger? Was willst du? Eigentlich wollte ich reden, aber... Dann halt nicht. So. Ich sehe keine weitere Leiche. Uns fehlt jetzt nur noch, wie hieß das Zeug? Ein Zwergenschnaps. Tja. Jetzt steck doch mal das Ding weg, Mann. Alter! Da schiebt er mich erstmal mit seinem Gaul weg, so nicht mehr normal.
Was ist los hier? Losplätze. Mühle. Oder Moment, Plötze. Ich glaube, ich muss noch mal eben absteigen. Hier soll ein versteckter Schatz sein, oder wo? Da ist eine Pflanze. Ah. Aha. Tauch mal wieder auf. So. Inventar. Sattel. Hier siehst du deine aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Hier sind die anderen Gegenstände, die sich aktuell in deinem Besitz finden. Mit Hilfe der Filter kannst du Gegenstände einer bestimmten Art anzeigen. Hier findest du Informationen zu deinen wichtigsten Charakterwerten. Um einen Gegenstand auszurüsten, wähle ihn aus und drücke A. Bücher und Dokumente. Verwende den Filter Nützliches. Bücher und Dokumente. Wähle das Objekt aus, das du lesen möchtest. Drücke A, um das Buch oder Dokument zu lesen. Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundige oder danach, wie es dir die letzten Jahre ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns so bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Lucima und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten. Weder ungeduldig sein noch sonst wie. Deine liebe Freundin Jennifer. Ich habe das Einhorn noch. Okay. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke. Was für ein Trank, Junge. Oh, geil. Drücke Steuer kurz nach oben, um den Trank auf den ersten Platz zu aktivieren. Oder nach unten, um den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren. Aha, Meistergegenstand. Das ist ein Trank. Beschleunigte Regeneration der Ausdauer. 30 Sekunden. Naja, mein Apfel. Und der Wodka, jawohl. Essen regeneriert Vitalität. 25 Sekunden lang. Und dann können wir hier. Ach, guck mal, da haben wir doch ganz viel Zeug. Ja, das sind alles die ganzen Pflanzen, die wir gesammelt haben. Schlüssel mit thermischer Lilie. Ach, ich habe vorhin thermisch gelesen, wohl. Auch nicht schlecht. Eine zuständige Stelle. Auf Befehl des Legionskommandanten. Die Männer, die diese Nachricht bei sich haben, sind nordwärts zum Grenzposten bei Ochsenfurt zu eskortieren, wo sie von einer rendanischen Division erwartet werden. Als Temerier adliger Abkunft stehen sie unter besonderen Schutz. Ihnen darf kein Haar gekrümmt werden. Was sie bei sich tragen, ist ihr eigen Hab und Gut und soll in ihrem Besitz verweilen. Jegliche Missachtung dieses Befehls wird von einem Standgericht geahndet. Randall Wittgenberg. Okay. Was haben wir hier denn noch? Hä? Silberne Bernsteinkette. Oh. Pferdehaut. Schweinehaut. Als Ziegenfell. Insignien der temerischen Spezialverbände. Hier einmal alles durchgehen, damit das Sternchen weg ist. So. Schön. Gut. Weiß ich Bescheid. Konsumgüter, Bomben, Taschen. Ja. Ach, warte mal. Ich habe gerade noch irgendwas gesehen. Ich habe eine Bernsteinkette. Plunder, magischer Gegenstand. Können wir das eigentlich irgendwie umlegen oder so? Nö, ne? Nö, kann man nicht. Aber wir können hier halt zum Beispiel. Ja. So,
so rumrennen lassen. Sieht auch toll aus. Ob der Reiter uns dann mag oder der Bauer mit uns reden mag. Man weiß es nicht. So sieht er schon besser aus, Junge, Junge, Junge. Geile Sau, du. So. Los, lauf! Achso, ich wollte ja. Ach, jetzt, ihr bringt mich ganz durcheinander, Leute. Hört doch mal auf damit. Da brauchen wir nicht hin. Da konnten wir schleifen und so. Ob die so einen Zwergentrank hat? Man weiß es nicht. Ich reite jetzt einfach nur mal da hinten und gucke, ob die sowas da hat. Ach, das sind die Schweine. Ich denke, was sind denn hier für Geräusche? Klack, 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 klack. So eine Gans können wir natürlich auch töten, wenn wir wollen. So. Wesimir will ich gerade nicht reden. Brauchst du sonst noch was? Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Sieh's dir an. Ja, hier so Zwergendingsterbumsterzeug. Zitronenwodka, Kirschlikör, Alkohol. Eine Wasserflasche. Zwergenschnaps. Kaufen wir mal. So. Gibt es irgendwas, was sie kaufen will? Kann? Oh. Billig Geld, ja. Hiervon kann sie gar nichts brauchen. Okay. So. Lebe wohl. Leb wohl. Und hab Dank. Oh, der ist aber besoffen. Ja, ich würde sagen. Elsa zieht sich für die Schwarzen aus. Kleine Hure. Oh. Elsa, du bist aber ganz schön böse. Zum Herstellen eines Gegenstands benötigst du richtigen Zutaten. Hier findest du eine Beschreibung des Gegenstands, den du herstellen kannst. Gegenstände, die du herstellen kannst, sind in Kategorien unterteilt. Ups, wähle mit dem linken Stick das erforderliche Rezept aus. Schwalbe. Drücke A, um einen Gegenstand herzustellen. So. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Verwende LB und RB, um das Inventar zu öffnen. Oh, jetzt habe ich zwei hergestellt. Auch nicht schlecht. So. Achso, wir müssen jetzt eben auf die Weltkarte wieder, weil ich muss ja die Jute finden. Was haben wir da denn? Ach, ein Händler. Ja, den schauen wir uns später mal an. Auf dem Sterbebett. So. Ach, er zeigt uns jetzt schon den Weg an. Das ist gut. Ah, Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemand Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole: Anschlagbrett, Questgeber, Händler, Rüstungsschmied, Waffenschmied, Kräuterkundiger, Alchemist,
Ort der Macht, Monsternest, Rüstungsschmiedtisch und Schleifstein. Ja, da wissen wir schon mal Bescheid. Ich würde sagen, hiernach machen wir dann auch erstmal Ende. Oh, jetzt reiten wir hier querfeld ein. Kommen wir bestimmt wieder an irgendwelchen Viechern vorbei. Oder auch doch nicht. Huch, Entschuldigung, Plötze. 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 Mhm. So. Ja? Ich habe einen Trank für Lena. Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk. Weil es dir nicht egal ist. Oh, du hast einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Drücke. Charakterentwicklung. Navigiere zum Charakterfenster. So, Charakterstufen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitenpunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchen Fertigkeitenbaum sie gehört. Wähle mit dem linken Stick eine Fertigkeit aus und drücke dann X, um sie zu entwickeln. So, was können wir denn hier machen? Verteidigung, Meisterschütze, Kriegstrance, Entschlossenheit, Lichtreflexe, Pfeilabweisung, was ist denn das hier? Beim Ziel mit der Armbrust wird die Zeit zusätzlich um 15% verlangsamt. Aber das kann ich noch nicht auswählen. Schneller Angriff. Schnelle Lacke. Okay, starker Angriff. Gestattet starke. Ja. Verteidigen, Meisterschütze. Ich würde sagen, wir nehmen mal dieses hier. Oder können wir dann. Warte mal. Kann man doch? Ja. Okay. Damit eine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem sie. Inaktive sind wirkungslos. Okay. Wähle eine Fertigkeit aus und drücke A. Wähle dann mit dem linken Stick einfach. Drücke A, um die Fertigkeit zu aktivieren. Du kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Okay. Stufe 2. Nicht genügend Fertigkeitenpunkte. Heißt das nicht Fertigkeitspunkte? Aber egal. So. Stufe 2. Jawohl, ja. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier erstmal Ende. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Macht's gut, euer Sterni. Ciao, ciao.